Bonjour, je m'appelle Fabienne Schlumpf. Ich bin 27, wohne in Wetzikon und mein grösster Erfolg ist die Finalteilnahme an den Olympischen Spielen über 3000 Meter Stiepel. Michi Rüeg, Trainer von der Fabienne Schlumpf, aber nicht nur Trainer. Was bist du auch noch? Der Michi ist, ist ein Gäbiger. Er ist für mich der beste Trainer, den es gibt und mein Freund. Und, ich kann ihn gerne und wir verstehen uns sehr gut zusammen. Ja, fast alles. Nein, das ist schon nicht gerade. Aber es sind doch verschiedene Rollen, die ich bei Fabienne habe. Also, welche? Ja, als Freund, als Partner und eben als Trainer. Aber es ist bei uns eigentlich klar getrennt. Das sind wirklich zwei verschiedene Funktionen. Ja. Seit wie lange? Ah, schon lang. Schon lang. Wie habt ihr euch getroffen? Wir haben uns getroffen im Training. Also es ist eigentlich, sie hat nicht bei mir trainiert, aber eigentlich parallel am gleichen Ort. Und haben wir uns mal gesehen und dann angefangen miteinander trainieren, respektive sie bei mir trainieren. Und dann ist aber noch ein paar Jahre vergangen. Und in welchem Jahr ist das gewesen? Wo sie angefangen hat bei mir trainieren, ist 2006 gewesen. Und dann das andere weiß ich nicht mal mehr. Erzähl uns ein bisschen, was bist du für eine in der Schule? Fleissig, ich bin eigentlich gerne in die Schule gegangen. Ja, also am liebsten hatte ich Turnen, das schon. Aber ich sage, ich war immer brav. Ich weiss nicht, wie das die Lehrer gesehen haben, aber nein, ich bin eigentlich gerne in die Schule gegangen. Nach der Schule habe ich eine Lehre gemacht, ganz normale Ausbildung mit BMS. Das war eigentlich war eine strenge Zeit mit dem Training noch. Und nachher habe ich eigentlich Teilzeit angefangen, wieder im Büro, also bei der in der Stadt arbeite ich jetzt, immer noch 20% angestellt und eigentlich das so mit dem Sport kombinieren. 2017, Wahnsinnsjahr auch, mit 3 Schweizer Rekord. Wie ist das alles möglich? Ja, viel trainieren, ja, und gesund bleiben. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Erfolgsrezept. 9,21 über 3000 Meter Stiepel. Was habe ich noch für Zeiten? 32,08 über 10 km, Stunde 10, 17. Halbmarathon, wie manchmal in der Woche trainierst du für das? Etwa 12 Mal in der Woche, in der Regel, in einer normalen Trainingswoche. Und das ist etwas, was ich sehr gerne mache. Ich trainiere auch gerne. Und sonst würde ich es nicht so. Sicher nicht 12 Mal in der Woche machen, wenn es mir jedes Mal stinken würde. Im Trainingslager gibt es manchmal auch 180. Und so in einer normalen Trainingswoche sage ich etwa 140. Aber es gibt natürlich auch ein bisschen lockere Wochen, wo es etwas weniger ist. Aber im Durchschnitt um die 140 km. Und die Beine werden immer länger und immer schneller. Oder immer schwerer. Nein, ich glaube, gewachsen bin ich jetzt doch nicht mehr in letzter Zeit. Ich glaube, ich bin genug gross. Aber nein, es ist natürlich nicht so, dass ich einfach von gestern auf heute einfach 140 km renne in der Woche, sondern ich habe das über Jahre immer ein bisschen mehr gemacht und ein bisschen gesteigert. Und bin mich eigentlich fast gewöhnt, um so viel zu machen. Ja. Weltmeisterschaft in London ist nicht so gut gegangen, wie erhofft. Was hast du daraus gelernt, dass es an der EM in Berlin sehr schnell wird? Ja, eben dieses Jahr war so ein Risikojahr, sage ich jetzt. Wir haben ein bisschen Neues ausprobiert und die WM war sicher jetzt nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Bin ich enttäuscht nachher. Aber wir haben sicher das eine oder andere daraus gelernt und werden nächstes Jahr vielleicht kleine Sachen anders machen. Und dann nächstes Jahr in Berlin klappt es hoffentlich. Ja. Für mich die Frage ist, was sehe ich weiter, ist, ob sie auf dieser Disziplin bleibt oder ob man auf der Straße auf den Marathon wechselt. Das ist etwas, was mich eigentlich sehr reizt. Jetzt im Herbst, wenn ich die Marathon im Fernsehen sehe, dann kützt es mich überall, gelustet mich mega. Und jetzt das Jahr 2018 oder nächstes Jahr 2018 ist sicher noch auf der Bahnpriorität, weil man dort durchaus Möglichkeiten hat an der EM. Tokio 2020, in dem Fall auf dem Marathon. Das ist, sagen wir, wahrscheinlich. Das grosse Ziel in diesem Winter, Europameisterschaften im Crosslauf. Ja, eben letztes Jahr war ich 80 und ich will sicher das Jahr bestätigen und vielleicht liegt noch ein bisschen mehr rein. Mal schauen. Was ist der grosse Traum von der Fabienne Schlumpf? Einmal auf einem Podest sein, auf welchem? Ja, ich würde schon gerne nächstes Jahr an der EM mal eine internationale Medaille heimnehmen, meine erste. Und was würde der Michi sagen, wenn du plötzlich eine Medaille haust? Ja, ich glaube, der erwartet das auch. Ich glaube, der wäre nicht so überrascht. Aber genau. Freude hätten wir zusammen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das hätten wir dann miteinander geschafft.